Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Partie KSV Essen-Kassel gegen den SC Freiburg 2. Endstand 0:5. Offizielle Zuschauerzahl heute 1.000. Ich grüße alle Medienvertreter hier unten im Presseraum sowie alle VIPs und Sponsoren oben im VIP-Raum. Und ganz herzlich natürlich auch beide Trainer. Und wie üblich hat der Gast das erste Wort zum Spiel. Ich bin zufrieden, zum einen mit dem Ergebnis, zum anderen aber auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Habe aber allerdings dennoch auch eine zweite Betrachtungsweise auf das Spiel, wenn ich bedenke, dass wir letzte Woche nur einen Punkt geholt haben, als der Gegner deutlich weniger Chancen hatte. Heute hat der Gegner, denke ich, 5, 6 gute Möglichkeiten gehabt. 2 habe ich persönlich schon drin gesehen, vielleicht auch aus der Erfahrung der letzten Woche. Und so ist es dann im Fußball. Die eine Mannschaft nutzt ihre Chancen, die andere nicht. Und dann kommt so ein deutliches Ergebnis zustande. Dennoch denke ich, haben wir den Ball gut laufen lassen, wir haben den größeren Ballbesitz gehabt und haben auch in der Art und Weise, so wie wir trainieren, dann auch die Tore erzielt. Und das ist etwas, was einen Trainer dann immer besonders freut. Vielen Dank. Vielen Dank. Matthias, wie hast du die Partie gesehen? Ja, wir sind natürlich sehr, sehr niedergeschlagen. In Konsequenz aber auch mit der Spielweise zu tun und mit der Art, wie wir dieses Spiel gestaltet haben, diese Unzufriedenheit. Mein Fehler, ne? Taktisch denke ich mal, falsche Herangehensweise, wenn man das zugrunde legt, haben den Freiburgern zu viele Räume gegeben, haben ihnen zu viele Möglichkeiten gegeben, zwischen den Linien zu agieren, da haben wir keinen Zugriff bekommen. In Konsequenz ist es natürlich auch eine Sache des Zweikampfverhaltens, aber gleichzeitig hätten wir im Hinblick auf Personal und taktische Ausrichtung vielleicht auch früher anschieben müssen, früher Druck machen müssen. Das haben wir nicht gemacht, haben es letztlich in der ersten Halbzeit, zwar in den ersten 20 Minuten, noch ganz ordentlich hingekriegt, aber mit dem 0:1, was dann auch wieder ein Eigentor war, was wir uns selbst irgendwo reinlegen, haben wir keinen Zugriff mehr gekriegt. Und der Sieg geht, denke ich mal, auch in der Höhe absolut in Ordnung. Ich denke, wir haben jegliches Engagement, Zweikampfverhalten vermissen lassen und müssen das letztlich im Zuge der nächsten 2 Spiele ganz schnell wieder in die Spur kriegen, um zum Thema Klassenerhalt auch wirklich den Deckel drauf zu machen. Es heißt aber eben, einen Haken dran zu machen und nicht großartig über dieses Spiel nachzudenken. Sicherlich müssen wir uns Gedanken machen im Hinblick auf die Struktur, die wir aufs Spielfeld kriegen, aber das ist dann eine Baustelle, die wir intern behandeln. Dankeschön.